Wir kommen jetzt zu einer weiteren Stimme der BOKO. Vertreterin Frau Baldiran, die Vertreterin des allgemeinen Personals. Ich denke, eine Gruppe, die zwar oft im Hintergrund, aber letztlich all die Arbeit leistet, die Struktur und die Funktionen zur Verfügung stellt, damit hier studiert werden kann, damit hier gelehrt werden kann, damit hier geforscht werden kann. Frau Baldiran, bitte. Hallo zusammen, es ist ein überwältigendes Gefühl, hier zu stehen und auch überblicken zu dürfen, wie viele Menschen heute gekommen sind. Ich darf vielleicht ganz kurz auf die Situation des allgemeinen Personals Bezug nehmen. Wir leiden unter großer Personalknappheit und der zunehmende Druck, der auf jeden Einzelnen lastet mittlerweile, hat in vielen Bereichen schon ein gesundheitlich verträgliches Maß überstiegen. Was das weitere Problem ist, ist natürlich auch die Infrastruktur. Da weiß ich sehr wohl, das trifft nicht nur das allgemeine Personal. Allerdings sei es erwähnt, dass zum Beispiel auch die Basics wie eine gesicherte Essensversorgung aufgrund von verschiedenen Übergangslösungen sehr wohl in Gefahr ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Geschweige denn zum Beispiel auch eine psychologische Betreuung, die durchaus erforderlich ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BOKO, um gerade in Krisenzeiten Mediation und Coaching erfahren zu dürfen. Ein weiteres Problem ist, dass der Kollektivvertrag, der eine einheitliche Basis für Arbeitsrecht an den Universitäten darstellen soll, zwar ein Instrument ist, das viele Möglichkeiten und Karriereperspektiven eröffnet, allerdings von der Regierung nicht in dem Ausmaß finanziert worden ist bis jetzt, wie es erforderlich wäre. Auch hier ist die Resignation und Demotivierung des Personals spürbar bereits angekommen an der Basis. Das Rektorat und der Betriebsrat sind in derselben Ausgangsposition. Wir nehmen unsere Verantwortung als soziales Unternehmen sehr ernst. Allerdings fehlen uns die Mittel, um Maßnahmenpakete zu schnüren. Es geht auch hier der Appell, der dringende Appell an die Regierung, die soziale Verantwortung wahrzunehmen, zusätzlich zur Sicherung des Bildungsauftrages. Ich möchte abschließend sagen, dass es dem Engagement vieler einzelner Universitätsangehörigen zu verdanken ist, dass die BOKO heute in Klammer noch, so dasteht, wie sie jetzt dasteht. Es ist dem Engagement zu verdanken, auch in Krisenzeiten noch Bürden aufzunehmen und sich immer noch ein Stück weit weiterentwickeln zu können. Kämpfen wir gemeinsam, dass wir auch die entsprechenden Mittel von der Regierung erhalten, die weit über die Lippenbekenntnisse, die wir allseits hören, hinausgehen. Kämpfen wir weiter für unsere Universitäten. Danke.